Du hattest einen Tag zum Vergessen. Dein Tag lief nicht so, wie es sein sollte. Oder dir fehlten einfach nur die Glücksmomente. Dann bist du bei diesem Video genau richtig. Begleite mich auf dem Weg. Wir sehen hier das Tramuntana-Gebirge. Wir sind am Fuße des Tramuntana-Gebirges und fahren jetzt nach St. Elm. Ein Ort, der für viele unerreichbar ist, weil er so abgeschieden ist, weil er so weit weg liegt. Selbst wenn du auf der Insel bist, bist im Norden, Nordosten, dann ist das ein weiter Weg hierher. Ich mache diesen Weg sehr, sehr gerne. Fahre öfter mal am Abend hierher oder auch am Nachmittag, am Morgen natürlich noch schöner, wenn man es denn kann. Und ich zeige zunächst die Fahrt hier wir müssen über einen Pass fahren, eine kurvenreiche und bergige Straße. Aber allein das ist schon ein echter Hingucker, hier lang zu fahren. Und was uns dann erwartet, wenn wir von diesem Berg wieder runter sind, ist einfach sagenhaft. Also zurücklehnen, genießen und einfach nur glücklich sein. Viel Spaß bei diesem Video hier auf Georgis Kanal. Natürlich beißen sich an diesen Bergen immer wieder die Wolken fest. Das ist typisch und normal fürs Tramuntana-Gebirge. Wenn wir drunter kommen, kann das sein, dass da ganz anderes Wetter ist. Immer wieder eine riesen Herausforderung sind natürlich diese Straßen, wo man geduldig sein sollte, nicht aggressiv fahren, entspannt, sich nicht treiben lassen, wenn hinter einem jemand drängelt. Also nur Mut und keine Angst haben, auch wenn einem so wie hier auf engen Straßen jemand entgegenkommt. Das ist hier der Col de Sa Palomera. Hier haben wir den höchsten Punkt erreicht. Ab jetzt geht es nur noch bergab Richtung St. Elm. Dieser Punkt ist ungefähr 128 Meter hoch. Eigentlich gar nicht so hoch fürs Tramuntana-Gebirge. Es geht ja hier noch viel, viel höher. Jedoch für diesen kleinen Ort, an dem wir hier sind, für diesen relativ kleinen Fleck, ist das natürlich schon eine ganz schöne Höhe. Und das merkt man auch, man kann sich hier einfach so ein bisschen entspannt rollen lassen. Während der Saison ist hier natürlich noch viel mehr Verkehr. Jetzt sind wir noch vor der Saison, haben also noch ein bisschen Gelegenheit hier entspannt zu fahren und gleich entspannt unsere Runden zu drehen, auf Orte und Lokale zu achten, um so einen Ort kennenzulernen, ist das vielleicht die allerbeste Gelegenheit sogar. Wir sehen im Hintergrund diesen schönen hohen Berg, können erahnen, dass wir uns hier so in einer Schlucht befinden.
da ganz hinten, das ist schon dieser Zipfel, das ist schon Zadragonera. Zadragonera befindet sich ja unmittelbar vor St. Elm, ist praktisch der allersüdwestlichste Zipfel von Mallorca. Hier mal ein Teil der Straße, die ein bisschen breiter ist. Selbstverständlich gibt es hier auch viele Schlaglöcher, deswegen immer Vorsicht, das rumpelt manchmal ganz schön. Man hat gerade in diesem Jahr sehr viel Nachholbedarf, die Straßen wieder in Ordnung zu bringen. Vielleicht ist es auch gewollt, damit die Leute nicht so schnell fahren. Wir kommen dem Ziel immer näher. Eine letzte Kurve und dann wartet gleich auf uns dieser wunderschöne Ort St. Elm. Hier sehen wir schon raus aufs Meer. Unter uns rechts ist eine Schlucht, da ist ein Parkplatz. Dieser wird gerade erweitert, erneuert, verschönert und man kann sofort hier am Ortseingang gleich sein Auto stehen lassen, wenn man mit dem PKW herkommt. Für, ich glaube, es sind 5 Euro für den ganzen Tag, also ein fairer Preis. Natürlich kann man auch mit dem Bus hierher von Andratx aus, fährt ein kleiner, kurzer Bus von TIB hier hinunter und die Haltestelle ist gleich hier vorne. Hier sind wir direkt am Ortseingang. Ganz da hinten liegt Zadragonera. Hier links noch eine kleine vorgelagerte Insel. Pünktlich zur Sonnenuntergangsstimmung und einem aufgerissenen Himmel sind wir angekommen hier. Also ich habe nicht zu viel versprochen. Hier unten ist das Wetter dann doch oftmals ganz anders als hoch droben in den Bergen. Und wir sind hier am Aquamarine Hotel. Hier sehen wir den Turm vom Wachmann, von dem Strandposten, noch nicht besetzt. Aber das Aquamarine Hotel, das wurde im letzten Jahr aufwendig umgebaut, alles saniert. Man hat hier neue Konzepte entwickelt. Eines davon ist unter anderem, dass man hier einen Beachclub gegründet hat. Es gibt hier eine tolle Terrasse oder mehrere Terrassen, wo man sich dann kalte Getränke, erfrischende Getränke liefern lassen kann an den Platz und bei Lounge hier Musik das Ganze hier abends genießen. Gibt kaum schönere Orte auf Mallorca, wo man den Sonnenuntergang so toll genießen kann. Und das bei allerschönsten Ambiente. Ja, das ist ja ein ziemlich auffälliges Hotel durch diese runde Bauweise, dieser Turm hier. Es wurde aufwendig renoviert, wie gesagt. Alles schick gemacht. Hier der Strand von St. Elm. Nicht so riesig, aber es sind halt auch nicht so viele Leute hier, wie man es von anderen Urlaubsorten gewohnt ist. Die Zahl ist halt begrenzt und die Zahl der Unterkünfte natürlich auch. Das Aquamarine ist hier schon das größte Hotel. Alle anderen sind viel kleiner. Überwiegend gibt es hier auch private Vermietungen oder eben halt Apartments.
diese schöne Bucht, die hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit der von Camp de Mar, nur dass sie halt ein bisschen kleiner ist oder auch zur Seite natürlich offener, aber so von der vom Aufbau her Ähnlichkeiten und eben halt alles kleiner und gediegener. Auch hier sind die Palmen leider ein bisschen mitgenommen, noch nicht geschnitten. Unten noch hängt das braune Zeug herunter, was demnächst alles entfernt wird. Und dann strahlen die wieder in einem frischen Grün hoffentlich. Hier waren früher ganz viele kleine Geschäfte bzw. Gastrobetriebe. Auf der rechten Seite wurde alles zusammengelegt. Da hat ein Betreiber auch Nachbarläden übernommen und hat etwas Größeres dort auf die Beine gestellt. Auf der anderen Seite gibt es noch typisch mallorquinische Gastronomie und einen kleinen Laden gibt es ja auch noch. Hier abends zu sitzen beim schönen Glas Wein mit ein bisschen Tapas, schon ein wunderschöner Moment. Und wirklich ein Moment, um alles mal zu vergessen für einen Tag vielleicht, oder vielleicht hilft es auch dauerhaft, wer weiß. Es gibt ja viele dieser Sehnsuchtsorte auf Mallorca, aber St. Elm ist halt schon ein sehr besonderer. Da sind so ein paar schöne Reihenhäuser die letzten Jahre in die Landschaft integriert worden. Nicht zu groß, alles so ein bisschen mit Bedacht hier. Da geht die Straße hoch, da rechts sehen wir das Auto, beziehungsweise links. Und da geht die Straße einmal so einen Bogen in den Ort hinein, da oben. Hier gleich am Anfang die Touristeninfo. Nochmal der Blick auf das Aquamarin und aufs Meer hinaus. Der Strand übrigens überwiegend sandig, aber vorne am Meer direkt, da ist er kieselig, also kleine runde Kiesel, da kann man problemlos drüber laufen, ohne sich zu verletzen. Und hier gehen wir jetzt direkt in die Fußgängerzone. Hier vorne an, das Lokal hat geöffnet. Wenn wir jetzt schon darüber hinaus blicken, die meisten Lokale sind hier noch geschlossen. Man teilt sich das hier wahrscheinlich so ein bisschen auf. Ist eher daran interessiert, dass einer zurechtkommt, als dass jetzt viele öffnen und die halt sich diesen ganzen Umsatz teilen müssen. Lohnt sich dann für keinen. In den letzten Jahren hat man hier auf der rechten Seite viele Läden umgebaut. Viele Altmallorquiner haben aufgegeben. Neue Betreiber haben hier die Läden übernommen. Ja, und was soll man sagen? Dieser Ausblick ist einfach traumhaft auf den Ort, auf den Strand und auf den Sonnenuntergang.
Hier ist im letzten Jahr ein etwas heruntergekommenes Gebäude neu aufgebaut worden. Neue Betreiber, zwei haben sich hier angesiedelt. Leider sind beide schon wieder verschwunden, nach nicht mal einem ganzen Jahr. Dieses ganze Inventar, was sehr schick gemacht war, alles wieder ausgebaut. Man kann gespannt sein, wie sich das hier entwickelt. Wirklich schick gemacht, hat lange gedauert, der Umbau dieses kleinen Ladens, beziehungsweise dieser zwei Läden. Immer wieder gibt es hier diese Stichwege, die zum Meer führen, wo eine Bank steht. Und diese schönen mallorquinisch-typischen Häuser. Alles, wie gesagt, ein bisschen kleiner, flacher und sehr angenehm. Diese Fußgängerzone lebt im Sommer richtig auf. Hier ist auch eine Terrasse, die im Sommer gut bestuhlt wird und immer toll besucht ist. Eine Pizzeria. Ansonsten findet man hier halt alles, Eisdielen, Accessoires, Strandutensilien und eine Bar neben der anderen. Auch hier kann man über den Tag leckere Speisen genießen. Etwas kleiner, etwas größer wie dieser Laden. Aber die Saison ist halt hier in St. Elm ziemlich kurz. Pero ahí está, yo no me acuerdo. Año nuevo nadie se acuerda, pero. Pero ahí está, no fue un año normal.
Ist schon alles hergerichtet für den Saisonstart. Kann gar nicht sagen, ob hier schon mal geöffnet war jetzt. Vor kurzem war hier noch alles abgeklebt und zugedeckt. Jetzt ist alles wieder auf Empfang eingerichtet hier. Auch hier wieder traumhafte Ausblicke, nicht nur auf den Ort, sondern auch auf La Dragonera. Und natürlich auf die vielen Boote, die dann hier während der Saison liegen. Zahlreiche Boote gehen dann hier vor Anker. Hier sind wir schon an dem kleinen, super kleinen Hafen. Hier kann man ja nicht nur angeln wie der Herr da unten, sondern hier kann man auch sich ein Boot mieten oder von hier aus nach La Dragonera rübersetzen. Hier ein paar Hinweise zum Naturpark La Dragonera. Ist schon ein extra Besuch wert, diese kleine, schöne, vorgelagerte Insel da drüben. Wo insbesondere sehr viele Eidechsen leben. Also Natur pur erleben darüber. Ist bestimmt einmalig für den einen oder anderen Mallorca-Besucher oder Urlauber.
Wir werden es noch mal ein bisschen näher ranbeamen. Anzahl Dragonera. Können fast die Wege sehen. Auch da oben Wachturm. Ja, es setzen so einige hier über, haben sich einige hier drauf spezialisiert, die Leute dort rüber zu bringen und wieder abzuholen. Es gibt aber auch aus anderen Orten mehrere Möglichkeiten, nach Sa Dragonera zu kommen. Auch aus Port Andratx oder Pagera oder aus Santa Ponsa. Das heißt, man muss nicht unbedingt den Weg mit dem Auto oder mit dem Bus hierher planen. Ja, hier ein schönes, modernes Gebäude, was viele Jahre stillstand im Rohbau. Wahrscheinlich waren da entweder Baumängel oder irgendwelche nicht genehmigten Sachen. Schwer nachzuvollziehen. Auf jeden Fall, jetzt ist alles hier fertig. Und hier nochmal ein kurzer Blick auf die Gastronomie, die hier an diesem Zipfel sich befindet. Wir gehen jetzt noch mal in ein paar Seitenstraßen, um zu zeigen, was St. Elm noch so zu bieten hat. Auch hier gibt es noch ein bisschen Gastronomie, da oben zum Beispiel. Und hier diese Seitenstraße, schauen wir uns mal an, die ist eigentlich so fast schon stellvertretend für St. Elm. Das ehemalige, natürliche St. Elm, noch nicht alles so modernisiert. Weiter oben gibt es dann einige neuere Häuser, natürlich. Auch hier macht der Fortschritt nicht halt. Und es wird hier viel gebaut für Leute, die sich an diesen Orten wohlfühlen und hier halt bleiben wollen. Ganz viele Private leben hier auch vom Vermieten. Klar, der Weg in die nächste größere Stadt ist weit, also mal eben kurz nach Palma ist eigentlich nicht möglich. Man braucht schon ein bisschen Zeit, wenn man jeden Tag fahren muss, vielleicht zur Arbeit. Ist das schon ziemlich aufwendig für die Leute hier. Aber es lohnt sich unbedingt, hier mal durch die Straßen zu schlendern, sich anzuschauen, wie man hier so lebt.
Parallel verläuft noch eine Straße weiter oben. Wir gehen wieder zurück in die Fußgängerzone. Man nennt diesen wunderschönen Ort übrigens auch St. Elmo. Ja, das ist katalanisch. Also man muss hier auch nicht am Ort bleiben, sondern man kann von hier aus herrliche Wanderung machen, zum Beispiel zum Kloster La Trappa. Also da sollte man schon gut drauf vorbereitet sein. Von dort oben kann man natürlich eine wunderschöne Aussicht genießen. Hier rechts ist ein kleineres Hotel mit Gastronomie. Früher haben die auch mal den Winter hindurch geöffnet mit verschiedenen Konzepten, das versucht. Das ist leider nicht so gelungen. Sehr, sehr schade. Von dieser Hotelterrasse hat man eine schöne Aussicht. Es gab hier auch Menüs im Angebot. Also wunderbar, um die mallorquinischen Speisen kennenzulernen. Diese Menü der Dias hier auf Mallorca. Wir sind zurück am Strand, werden noch einen kleinen Moment den Sonnenuntergang genießen. Wie gesagt, hier über St. Elm, ganz besonders dieser wunderschöne Sonnenuntergang. Ist eine unbedingte Empfehlung, hier mal herzukommen, diesen Ort respektvoll zu genießen und schöne Momente hier zu verleben und einfach seine Alltagsprobleme zurückzulassen. Ja, so wie wir das hier heute gemacht haben. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Danke für euren Daumen nach oben. Allen Neuen auf diesem Kanal ein kleiner Appell. Ihr seid herzlich eingeladen, diesen zu abonnieren und solche schönen Untergänge und Orte zu genießen hier auf Georgies Kanal. Vielen Dank an alle Stammfollower, an die Kanalmitglieder für eure Unterstützung und für Super Thanks. Ohne euch wäre das hier alles nicht möglich. Vielen, vielen Dank dafür. Ich sage Tschüss, Adios aus St. Elm. Bis zum nächsten Mal auf Georgies Kanal. Servus.